Jo Leute, ich bin's wieder, endlich mal nach langer Zeit wieder auf meinem Kanal. Wir sehen uns heute auf jeden Fall im Start. Und heute habe ich ein Video vorbereitet. Und zwar ist alles dadurch entstanden, dass ich auf meinem anderen YouTube-Kanal, dort wo ich halt zocke, ich werde euch irgendwann in der Videobeschreibung verlinken. Aber heute, wir haben eine Challenge gemacht und er hat verloren. Okay, das Level hat schon ganz schön lange gedauert, kommt drauf an. Da kriegt man immer später eine Bestrafung, gell? So. Und zwar der liebe Nico hinter der Kamera gerade eben, werde ich euch gleich wieder zeigen. Auf jeden Fall stehen mir verschiedene Dinge zur Verfügung. Senf, Weintrauben, Parmesan, Milch, Joghurtdressing, Müsli, irgend so ein Aktivell. Ich hab's mal probiert, das ist Müsli lecker, echt nicht. Also keine Gegenwerbung oder so, aber ich finde es einfach nicht gut. Und dann haben wir noch Ketchup. Nochmal Ketchup einfach. Auf jeden Fall, wie viele Zutaten sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, gut. Ich würde sagen, ich werde gleich noch ein Zettel holen, alles beschriften und dann sehen wir uns gleich. Nochmal. Schreibt man so? Ich bin ja kein Italiener, aber ich weiß nicht, wie man schreibt. Leute, ihr müsst auch wissen, ich liebe Parmesan. Aber mit diesen ganzen und auch diese gemischt. Weintrauben. Mit den ganzen Sachen gemischt. Ich muss eh nur 4 auswählen. 5, machen wir 5. Es sind 8 und du tust 5 auspacken. Die Hälfte. 5. Weil das ist also spektakulärer. Ah, Mann. Sieht jetzt nicht so voll aus, gell? Ja, okay, Augen zu, gell? Ah. Also du machst die Augen zu, komm. Und du musst jetzt ziehen. Okay. Ja. Okay, warte. Gib's mir links auf die Seite, okay? Okay, komm. Nächstes noch. 4. Oh, Digga, das wird hart, das wird hart. Leg's auf die Seite, leg's einfach auf die Seite. Ja, genau. Dort. Ein, ja, 2 Sachen. 3 Sachen. 4 Sachen. Ja, jetzt kommt die 5. Sache. Und 5. Sache. Oh, shit. Oh, shit, Digga. Die Sachen sind übrig geblieben. Oh, Digga. Jetzt kommt die Spannung aller Spannungen. Was ist Parmesan? Es? Parmesan. Zeig, Beweis. Ja, das ist Parmesan. Hier, den Zettel kann man wieder in die Kiste werfen. Was? Zeig. Ketchup. Zeig. Erstmal muss ich sehen. Ja, der liebe Ketchup hier. Bitte, ich hole dir dann immer die Sachen, wenn du es gelesen hast. Spannung steigt. Müsli. Hier so ein Müsli mit Mango. Schau mal, einfach. Was okay, Digga, es stehen noch die Sachen zur Verfügung. Oh, auch noch diese Sache. Und der hat jetzt 3 Sachen gezogen. Noch 2 Sachen. Oh, shit. Trauben. Oh, geht eher so in die süße Richtung, gell? Aber der Ketchup und der Parmesan versauen so alles, gell? Letztes. Bitte Senf, heiliger Jesus. Ja. Besser als Senf. Du bist glücklich darüber. Okay, jetzt. Ja, okay, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich beim Mixer und ja, ciao. Auf jeden Fall, Leute. Wenn das ganze Zeug jetzt in den Mixer reintun. Ja, Leute. Ich würde sagen, wir fangen ganz genüsslich an mit dem Müsli. Weil wir fangen lecker an und dann geht's in die eklige Phase hinüber. Aber es ist halt eklig, der bei Müsli ist, tut man halt normalerweise nicht flüssig. Nicht total flüssig, warte. Das sieht jetzt schon so ekelhaft aus. Obwohl, man könnte denken, das wäre so. Erdbeersoße. Ja. Das war immer so gut wie der Schlimmste. Das riecht so richtig nach Käse. Ja, das ist auch Käse. Warte, ich hole kurz einfach mal einen Löffel. Ich will jetzt nicht fingerangreiflich werden.
Ist ja ein bisschen unhygienisch jetzt für die Nico. Er gehört ja nicht zu meinem normalen Haushalt. Also wenn ich halt so Let's Play so Nico komme, dann gehört er zu meinem Haushalt. Spaß, nee, aber Parmesan. Darf auch nicht untertrieben werden. Nur noch ein Löffel. So, das reicht. Schön das Movie, gell? Möchtest du noch irgendwas zum Verdünnen haben? Wasser oder so, damit du es leicht runterschlucken kannst? Nee, halt kurz. Einfach nur so, das wird richtig schmalzig sein, gell? Aktimel, willst du Aktimel reintun? Ja, ich will es mal probieren. Okay, du willst Aktimel. Er will echt dieses Aktimel reintun, wo ich ihm schon gesagt habe, dass es echt kacke schmeckt. Ich riech mal. Boah, das riecht. Das riecht so. Ich weiß jetzt nicht, wie das richtig riecht, aber. Riech mal nimm mal einen ganz kleinen Schluck. Eigentlich irgendwie voll nice irgendwie. Echt, ich mag das gar nicht. Ich bin nicht so Fan von Limette und Milchmischung. Das ist immer Ding. Alter, das sieht einfach aus wie eine Himbeere. Bisschen. Wenn die so richtig warm wurde. Ja, jetzt kommt die wahrscheinliche Entscheidung. Boah! Oh, Alter! Wie das so richtig scheiße runterläuft. So richtig widerlich. Oh! Boah, Digga! Tu deine Füße weg, please. Thank you. Okay, es ist nicht so viel, gell? Ja, aber sieht schon. Wollen wir nicht noch ein bisschen Wasser reintun? Sieht schon etwas. Oder Milch reintun? Nein. Ich geh doch nicht. Alter, was ist das? Wenn das ihr ist wüsst, nach Schafskäse oder so. Ich weiß, wenn ihr wüsstet. Oh, das ist auch so Parmesan-mäßig, gell? Wenn ihr wüsstet, wie das richtig riecht, Alter. Oh, das riecht doch so nach Parmesan ein bisschen, gell? Gar kein Bock. Und am Ende schmeckt es richtig geil. Jetzt, Leute, kommen natürlich noch ein paar frische Fotoszenen. Und zwar, ja, gleich. Also Leute, der Nico hat sich das schon vor langer Zeit gewünscht, er hat so privat mit mir geredet, wieso er nicht in meinen Videos dabei sein darf. Und jetzt hat er eine Chance dazu. Also, jetzt kann er das leckere Getränk trinken. Sehr genüsslich und bitte hier in die Kamera gucken. Ey, das erinnert mich an irgendwas. Was? An Venom. Wie du es mit der Zunge machst. Ich muss es mal probieren. Aber. Was? Es wartet ja noch sehr viel auf dich. Okay, warte. Jetzt machen wir so eine Art Geschmacks-Dingsbums. Okay, was schmeckst du daraus? Was war da drin? Also, was schmeckst du am meisten? Die Sachen, die du am intensivsten schmeckst. Deine Gefühle und Gedanken dazu hier, bitte. Boah, Digga, das ist... Alter! Digga, das müssen wir wegschmeißen. Das ist richtig eklig, Junge. Das ist richtig widerlich. Digga, das ist das Widerlichste, was ich... Oh, Digga, wie das da oben aussieht. Das schmeckt so richtig krümelig, ne? Leute, ich hoffe, ich habe dieses Video gefallen. Hat man es gesehen? Haben wir es auf der Kamera gesehen? Nee. Oh, fuck. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ich habe dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne ein Like da und abonnieren. Nicht vergessen, sorry, dass ich so lange kein Video mehr gemacht habe. Ich hoffe, ich habe dieses kleine Strafung, das Video gefallen. Ja, ciao.